Willkommen zu diesem Video. Heute geht's weiter mit der 910. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen heute erstmal 50 Millionen Holz, nehmen das einmal mit, gehen dann noch hier aufs Kreuz, haben ein halbes Lager voll, was schon mal ganz geil ist. Haben dann hier noch ein paar Angebote, die können wir einmal alle durchgehen. Es ist jetzt die neue, der neue Monatskalender gerade gewesen, habt ihr ja gesehen. Da haben wir einen neuen Spießenlauf und auch hier alles suchen und Sammlungen, die jetzt in der neuen Season kommen. Da haben wir hier auf jeden Fall ein paar schöne dabei, die können wir gleich mal durchgehen. Also was man schon mal richtig schön sieht, ist hier für Dart ein Kostüm, für jugendlicher Dart. Dann haben wir hier Steinwally, richtig guter Eisensammler, das ist schon mal was Geiles. Hier haben wir dann noch Schädelbrecher, auch richtig, richtig geil. Und dann natürlich hier der aus der neuen Familie. Also es sind auf jeden Fall ein paar richtig gute dabei, aber da gehen wir dann gleich durch. Jetzt sammeln wir erstmal 32 Runen ein. Und dann gehen wir zu Johansson. Der hat für uns jetzt erstmal so nichts. Das Teil für 5 Runen, ja, könnte man kaufen. Ist jetzt ja nie teuer. Aber müssen wir halt gucken, ob wir das überhaupt wirklich brauchen. Das ist halt das Ding. Wie sieht's bei dir aus? Du müsstest ins Training für 8000 Eisen. Gut, das wird wahrscheinlich eher schwierig. So, also 8400 ja sogar. Wir können jetzt erstmal hier ein bisschen Fisch ausgeben. Damit können wir nämlich dann hier vorne wieder ein bisschen was einsammeln. Und müssen halt jetzt schon schauen, eigentlich wegen Fisch, Holz und so weiter, weil wir haben ja doch einige Eisensammler noch, die hier noch los wollen, wie der zum Beispiel. Und da müssen wir gucken. Wir brauchen ein bisschen Holz erstmal. Das kriegen wir relativ schnell ran, denke ich mal. Eisen haben wir jetzt auch genug, um den einen gleich nochmal loszuschicken. Du kannst auf jeden Fall gleich los. So. Dann der Kollege kann auf jeden Fall auch noch los. Dann müssen wir hier nur nochmal Eisen einsammeln. So. Genau. Dann gehst du los, du gehst auch los, wunderbar, hier können wir füttern, Level 134, sehr, sehr schön, ist der nächste für uns, brauche ich nochmal immer mehr Fisch, so, kann gefüttert werden, kann ins Titantraining, let's go. Jetzt können wir entscheiden, entweder schicken wir den rein, den kriegen wir als nächstes relativ schnell hoch, oder halt hier, da müssen wir aber dann noch einmal mehr. Ich glaube, wir schicken erstmal, konzentrieren uns erstmal einzeln nacheinander, die hochzuziehen, deswegen würde ich jetzt Blitzkeiler schon mal mit reinschicken. Gut, haben wir noch ein bisschen Holz. Das müssen wir hier vorne erstmal noch ausgeben für den Kollegen. Dann Eret können wir auch gleich einsammeln, wenn wir einmal hier vorne sind. Haben wir nochmal auch gleich eine wöchentliche Aufgabe. Nee, eine wöchentliche ist das nicht, aber es ist auch keine tägliche, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Ah, nein, gut, knapp. Ja, gegen mit dem Fisch einsammeln, ist halt gerade so. Ich dachte schon, wir verlieren zu viel, aber nee, es ging hier zu den Grenzen. Füllen wir erstmal Königin Feuerwurm, kann auch wieder ins Training. Dann haben wir hier ein Titanrad. Da können wir dran drehen. Vielleicht wirst du Titan, das wäre geil. Ja, wunderbar. Ich glaube, das war sogar das erste Titan-Training bei Schiller macht. Super, da haben wir gleich den nächsten auf Level 134. Gehst du gleich wieder los. Das ist doch schön. Hier können wir nochmal füttern. Hat man jetzt auch ins Training geschickt, einmal kurz. Dann haben wir natürlich noch Tröpfchen. Du kannst auf jeden Fall wieder los. Sammelst ja jetzt auch schon relativ gut. Hier können wir nochmal füttern. Du kannst wieder los, denke ich mal. Nee, kannst du noch nicht. Wir müssen erstmal gucken wegen mehr Fisch. Kriegen wir auf jeden Fall nochmal ran, weil uns haben wir ja auch noch unterwegs. Und das müsste, ich glaube, sogar eine Eventsuche gewesen sein. Da sollte man das, denke ich mal, alles zusammenkriegen. Vielleicht kriegen wir auch hier noch gleich nochmal einen Fisch. Das wäre auch ganz gut, aber vielleicht ja auch nicht. Mal gucken. Nee. Zwei Markenpakete ist auf jeden Fall nicht schlecht, weil es wieder eine tägliche Aufgabe, was auch schon mal gut ist. Was haben wir hier noch? Hier ein Runengeschenk, Leute. Let's go. Das nehmen wir mit. 150 Stück. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Den nimmt man immer gerne mit. Runengeschenke immer wieder toll. Dann gehen wir... Vor allem 5. Wir haben noch gar keine 5 Anzeigen, oder? Das sind nur 4. Dann ist irgendwas faul. Es sei denn, das mit Tapjoy wird noch angezeigt. Genau, wir haben nochmal ordentlich Fisch, was auf jeden Fall sehr, sehr gut ist. Dann kannst du wieder los. Jetzt ist die Suche leider vorbei. Das heißt, wir gehen auf Versenger. Vielleicht findet man den ja noch. Das wäre schön. Vorne haben wir nochmal zwei Titanräder, wo wir dran drehen können. Jetzt wirst du aber erstmal aufs nächste Level gemacht und kannst dann wieder ins Training, weil du bist auch ein zukünftiger Eisensammler für uns. Und wir haben noch einen Slot frei im Training. Jetzt können wir ja mal hier dran drehen. Vielleicht wird er einer von den beiden Titanen. Das wäre gut, weil wenn nicht, ist unser Fischlager zu voll. Na, dann müssen wir jetzt erstmal wieder gucken, wegen Fisch irgendwo ausgeben. Eigentlich haben wir da ja keine großen Probleme, weil wir eigentlich ja immer zu viele haben, die noch was fressen wollen. Hier zum Beispiel kriegen wir nochmal ein bisschen Fisch los. Einmal füttern reicht ja. Dann können wir hier nochmal alles einsammeln und dann können wir am nächsten Titanrad drehen. Und du wirst auch kein Titan, okay. Du kriegst auch nur richtig wenig drauf, ne? Ja, es ist...
Sehr schwach, okay. Geht's wieder los. Haben jetzt aber dadurch nochmal ordentlich Fisch gekriegt, dass wir hier noch zweimal füttern können. Und dann brauchen wir noch einmal füttern. Ist ja auch auf dem nächsten Level und kann dann auch bald wieder ins Training. Einen Trainingsplatz haben wir noch. Den können wir mit dir wieder füllen. Ich weiß es mal, dich braucht man niemals zu sammeln wahrscheinlich. Aber du siehst halt geil aus. Deswegen werden wir den einfach ein bisschen hochziehen. Drehen wir hier am Glücksrad und wir bekommen Eisen. Genau. Wie viel ist es denn? Sind es 2, 3? Hier wären 250 Runen, ich glaube, gewesen. Das wäre schöner gewesen, aber egal. 3 Eisen. Gut, davon behalten wir eins. Das ist in Ordnung. Gehen wir zum grünen Tod. Der kann natürlich auch wieder los. So. Dann haben wir hier drüben unseren wunderschönen Brülli. Der kann auch wieder los. Hier drüben ist dann der Immerflügler. Du gehst auch los. Und dann unten darf natürlich nicht fehlen der große Überwilde. Und du startest auch wieder rein. Let's go. Sehr, sehr schön. Dann sammeln wir hier nochmal ein. Können jetzt unsere Reisedrachen gleich losschicken. Vorher will ich immer hier drüben schauen. Genau, Tagschatten ist noch da. Ich wollte jetzt erstmal eigentlich... Dauert ist das hier unten wieder, aber okay, gut, dann machen wir das so. Gehst du wieder los, dann der Kollege muss gefüttert werden, kostet aber relativ viel, also jetzt erstmal noch nicht, okay. Dauert noch ein Minütchen bei dem, also mehr als ein Minütchen auf jeden Fall, aber ihr wisst, was ich meine. Dann gehen wir hier hin, starten einfach mal rein, weiter, Nachtschatten und gratis. Dann haben wir hier Hakenzahn, du kannst auch wieder los. Da gehen wir hier einmal auf weiter. Eierbergen gratis. Dann haben wir hier Kotz und Würg. Da können wir auch einmal wieder weiter. So. In der Nähe und gratis. Dann haben wir Fleischklops. Da können wir auch wieder ganz normal durchgehen. Und am Glücksrad erstmal drehen. So, dann bekommen wir Bernstein. Na super, das ist doch schon mal schön. Wunderbar. Dann kannst du wieder los. Hier ist eine Sammlung, genau, die wir fertig haben. Die sammeln jetzt aber nicht ein. Wir holen uns das Gratispaket Nummer 1. Kriegen erstmal 9 Unismagen natürlich wieder, was schon mal ganz geil ist. Und Sturmstein, Knochenwölbe, Verdränge, Krongel, okay. Da waren ein paar Runen auf jeden Fall dabei. Sehr, sehr schön. Dann sammeln wir uns Paket Nummer 2 ein. Let's go. So, dann einmal einsammeln. Und wir bekommen Knochen... ja, egal. Riesenhaften Altraum, Sturmschneid und dann Gratnader. Sammeln wir hier einmal alles ein. Haben hier nochmal einen Regenschneider drin. Den lassen wir aber frei, weil zum Aufsteigen lohnt er sich nicht. Ja, 100 Bernstein, 138 lohnt sich schon eher. Gut. Gehen wir erstmal kurz hier reinschauen. Das machen wir nicht, das machen wir nicht, das machen wir nicht, das machen wir nicht. Okay, schön, hat sich erledigt. Also gut, verteidige Berg können wir auf jeden Fall machen. Genau, und 13 Stunden ist die Season zu Ende. Wir kriegen heute, wenn wir uns jetzt nochmal anstrengen, können wir es noch schaffen, heute die nächste Belohnung nochmal zu bekommen. Das wäre nochmal ein schönes Season-Geschenkpaket. Könnte uns vielleicht am Ende sogar nochmal was bringen. Wir müssen jetzt 2 Aufgaben fertig machen. Verteidige Berg, genau. Und die machen wir jetzt, weil dann kriegen wir auf jeden Fall nochmal ein Paket. Und mit dem Paket vielleicht ziehen wir ja nochmal irgendwas Schönes. Oh, 9400 Punkte, das ist ja richtig hardcore. Einfach auf Level 135, der hat gerade, keine Ahnung, 3000 draufgekriegt oder so. Weil vorher war der andere Platz 1, aber jetzt ist der einfach hochgesprungen und hat den anderen gleich mal über 1000 übertroffen. Was auf jeden Fall schon mal schön ist. So, hallo, ich muss auch mal treffen mit Sätzen. Ich brauche. Hallo, jetzt. Das war jetzt so, als das ist mir schon lange nicht mehr passiert, dass ich 5-mal drauflegen musste und nie getroffen habe. Gut, da. So, und dann schließen wir hier noch 2-mal rein. So. Und die holen das, das, das. Und dann schieße ich mal hier nochmal rein, wenn ich es auch angewählt hätte. Und damit haben wir gewonnen. Kriegen 3 Schlüssel. Kriegen damit jetzt unsere 2 Aufgaben fertig. Und können damit jetzt halt nochmal ein Season-Geschenkpaket öffnen. Was dann wahrscheinlich auch das letzte Season-Geschenkpaket dieser Season sein wird. So, dann öffnen wir es einmal. 1, 2 und 3. Und wunderbar, es gab wieder mal nichts Relevantes. Dafür haben wir aber 2 Aufgaben fertig und wir sammeln sie ein. Kriegen damit die nächste Belohnung bei 6250 Punkten. Wir können ja gucken, wenn wir uns nächste Season diesen neuen Special super tollen Pass kaufen wollen, dass wir da wirklich nochmal eine Season so weit durchziehen, dass wir wirklich auf 9000 Points gehen. Das wäre schon ganz geil. Jetzt gehen wir erstmal hier auf Season Geschenkpaket. Das ist die letzte Chance, jetzt nochmal Silberphantom zu kriegen. Ich würde es gerne kriegen, weil dann hätten wir nochmal 3 Sharp-Pakete und würden vor allen Dingen mal wieder eine Familie vervollständigen können. Und vor allen Dingen so eine relativ junge Familie, weil die sind halt echt erst seit letzten Update drin. Was halt schon sehr geil wäre. Wir müssen uns jetzt hier nochmal angucken. Es fehlt halt wirklich noch der und das sieht halt schon geil aus. Und jetzt nur noch Silberphantom und den wollen wir uns jetzt natürlich holen. Deswegen wäre es richtig geil, wenn wir dich jetzt hier kriegen. Es ist das letzte Season-Geschenkpaket aus dieser Season. Und ich würde gerne jetzt eine blaue Karte hinten sehen.
Nein, es ist Malstrom, Leute. Es ist Malstrom. Es ist ein Drache, aber leider nicht der, den wir haben wollen. Hier hat man Malstrom, dürfte für uns sogar neuer sein. Ist auch einer, den man in Verteidigewerk, nicht Verteidigewerk, im Raufen nutzen kann, genau. Ist ein Todbringer, für uns, habe ich schon gesagt, neu. Sammlungsmäßig jetzt nicht so der Bringer. Aber, ach Mann, ein bisschen schade ist es schon, ich hätte ihn gerne gekriegt. Ich kann es euch hier zeigen, wir können den jetzt im Raufen nutzen. Weil das einer von den Drachen hier ist. Genau, hier hinten ist er natürlich nicht mehr, weil jetzt haben wir ihn ja auch freigeschalten. Müssen wir mal gucken, wo er steht. Also eigentlich gibt es den... War das nicht das Ding mit dem oder war das ein anderer? Das kam da damals welche dazu. Ah, shit, es ist doch nicht mal schon das Todesritter. Ich wusste, da einer von denen ist das hier. Ja, gut, Leute, es ist Todesritter. Dafür, den haben wir jetzt natürlich leider noch nie. Das ist ein bisschen schade. Monarchen Todesflieger haben wir schon. Wo ist denn der eigentlich bei uns? Den müssen... Achso, den haben wir ja schon gar nicht mehr. Haben wir ja freigelassen. Das war ja nur aus dem Portal dort, wo der Account weg war. Na gut, schade. Gehen wir in die Events, gehen dann hier rein. Also, genau, das hier ist, ja, mittelmäßig sehe ich irgendwie, Steinwally auf jeden Fall, also ich kann euch empfehlen, Steinwally auf jeden Fall holen, dann, Schädelbrecher auf jeden Fall holen, ist halt ein geiler Drache, den haben wir ja schon, also ist für uns ja nicht mehr relevant, der steht ja bei uns schon hier rum, nee, steht er noch nicht, na dann ist es doch logisch, dass wir den holen. Also wir holen Schädelbrecher. Wir holen auf jeden Fall den neuen aus der Familie. Wir holen jeden, den wir noch nicht besitzen, soweit wir es schaffen. Steinwally auf jeden Fall auch. Das Kostüm von Dart, falls wir das noch nicht haben. Und Lashbane, mir fällt der Name gerade nicht ein. Muss ich mal hier kurz nach Klingenpeitsche suchen. Lashbane ist nämlich, wenn man hier mal findet... hier, Heulpeitsche. Ist nämlich sammlungstechnisch für Eisen auch nochmal ganz gut. Habe ich auf meinem Main-Account auch. Kann ich empfehlen. Schädelbrecher haben wir jetzt natürlich noch nicht. Jetzt ist die Frage kostümemäßig. Haben wir den schon von Jugendlichen dort? Hier haben wir kein Kostüm. Och, ne. Also haben wir den dann. Ne, gut. Genau, den holen wir uns jetzt ran. Der fehlt uns noch. Den kriegen wir vielleicht irgendwann mal. Und Windfang fehlt uns auch noch. Aber dann haben wir ja schon bald alle. Hier war es schon mal ganz geil. Aber gut, da müssen wir gucken. 2000 können wir uns eh nicht kaufen, die Drachen. Deswegen müssen wir eh warten, bis die irgendwann mal wieder reinkommen. Das Holz können wir jetzt erstmal so nicht einsammeln. Wir können hier nochmal alles einsammeln. Und dann passt das hier so. Wunderbar. Nee, gehen wir auf die Events. Gehen in den neuen Spießenlauf rein, der rausgekommen ist. Das ist, wenn ich das hier mal so grob überschlage... 10 Kämpfe Spießenlauf. Starten wir rein, holen uns erstmal die 50 Runen. Die kriegen wir halt auf jeden Fall. Den Spießenlauf werden wir natürlich erst in der nächsten Season erledigen, weil es wird da die wieder die Aufgabe geben, erstmal hier wegen Dings einpacken. Wisst schon, hier wegen Früchten der Weißen einsetzen gibt es eine Aufgabe. Und dann auch nochmal mit 3 Spießenläufen erledigen. Und da könnte das dann schon gleich Spießenlauf Nummer 1 sein, wenn wir uns anstrengen. Der ging jetzt nicht ganz so lange. Ich glaube, der ging nur 3 Tage, aber dann machen wir es irgendwie. Und ich glaube, wenn morgen der neue Spießenlauf dann schon da ist, die neue Season da ist und dem morgen schon den Pass gibt, dann werden wir uns ja den morgen auch gleich schon holen, den Pass. Und dann müssen wir dann mal gucken. Da wird das auf jeden Fall irgendwie laufen. So, jetzt geben wir hier nochmal Schwäche. Greifen wir im Knochen aber normal an, geben die 3 Attacke von unserem Skrill. So, dann der Skrill, wunderbar. Dann hier die 2 Attacke von unserem Sturmschneid. Dann greifen wir mit dem Knochenräuber normal an. Und wunderbar, der ist weg. Und wir, ey, lol, das war ja schon Welle 2, wir haben schon gewonnen, let's go. So, dann drehen wir am Glücksrad. Und dann wollte ich noch sagen, also es steht noch nicht 100% fest, aber den 24-Stunden-Livestream wird es wahrscheinlich an dem Dienstag zum Mittwoch am 11.04. geben. Könnt ihr euch ja so erstmal schon mal mit Bleistift, sage ich mal, eintragen. Ist halt noch nicht 100% sicher. Da muss ich noch mal ein bisschen gucken und planen, dies, das. Weil es sind ja auch Ferien und habe so noch ein bisschen was zu tun. Deswegen werden wir da mal schauen. Aber ihr könnt es euch erstmal so grob einschreiben, sage ich mal. Weil wir haben ja damals gesagt, wir machen 24-Stunden-Livestream, wenn ich die 10.000 geknackt habe. Ist ja nun mal soweit. Ich kann mich nur noch mal dafür bedanken, Leute, dass wir jetzt wirklich die 10.000 Abonnenten wirklich geknackt haben. 31.03. war das Datum. Steht auch mit hinten in meiner Bio drin. Könnt ihr auf jeden Fall auch nachgucken. Und genau so sieht es aus. Deswegen wird es den wahrscheinlich dann geben. Aber da schauen wir mal. Da ist ja auch nochmal, sind ja jetzt noch knapp 1,5 Wochen. Aber genau.
Könnt ihr euch, wie schon gesagt, schon mal so grob vormerken. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass es da sein wird, wahrscheinlich auch relativ hoch ist. So, wir haben den Kollegen. Da geben wir erstmal die 3-Attacke. Greifen wir mit der Schwäche von unserem Sturmteil ein, greifen wir mit dem Knochenräuber an. Dann ist er schon zur Hälfte weg. Und die 3-Attacke von unserem Skrill könnte den wahrscheinlich schon raus machen. Noch nicht ganz, okay. Müssen wir nochmal normal angreifen und er ist weg. Und wir haben an der Stelle auch gewonnen. So, dann drehen wir nochmal am Glücksrad und wir bekommen einmal eine Frucht der Weißen. Let's go, das ist sehr gut. Und dann wollte ich nochmal sagen, wegen Livestream, dann 24 Stunden, könnt ihr auch reinschreiben mal, nochmal welche Spiele ihr euch wünscht. Also was ich auf jeden Fall schon mal einplanen würde, wäre halt auf jeden Fall Dragons Aufstieg vom Berg. Ist zu 100% drin. Mario Kart 8 wahrscheinlich auch. Dann Super Mario Bros. Wahrscheinlich auch. Und was würde ich noch so reinnehmen? Hier Dragons Aufbruch Neuer Reiter, das Switch-Spiel auch noch. Monopoly auf der Switch hätte ich theoretisch auch. Wenn da noch jemand mit dabei wäre, müsste man halt gucken. Und wenn ihr euch dann noch irgendwelche anderen Spiele wünscht, Minecraft auf jeden Fall auch, falls ich das noch nie genannt habe, müsst ihr es mir mal in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, wir machen heute noch einen Kampf, sonst wird das vielleicht ein bisschen knapp mit dem Spießenlauf an sich, wenn wir den machen wollen. Aber da müsst ihr mir einfach mal ein paar Nachrichten zukommen lassen. Am besten wäre natürlich einfach unter den Videos einen Kommentar raushauen, was ihr euch dann für Spiele noch so wünschen würdet. Ballerspiele bin ich nicht so drin, das wisst ihr ja, also Ballerspiele braucht ihr nicht drunter schreiben. Aber was zum Beispiel so Switch-Spiele sind oder irgendwelche Pokémon-Spiele auf der Switch habe ich ja auch noch. Da zum Beispiel, dass man so... Aber da müsst ihr einfach mal was reinschreiben. Oder wenn ihr zum Beispiel wollt, dass wir dann Luigi's Mansion 3 zum Beispiel über die Nacht so ab von 23 Uhr über Nacht durchspielen oder so. Oder irgendein anderes Jumpscare-Game an sich vielleicht, weiß ich nicht. Könnt ihr da ja schreiben. Kann man ja ein bisschen anpassen, aber prinzipiell soll ja der 24-Stunden-Livestream dann sozusagen von wahrscheinlich Nachmittag bis nächsten Tag Nachmittag gehen. Und da müssen wir auf jeden Fall gucken. Das wäre schon mal ganz schön, wenn ihr da nochmal ein bisschen reinschreiben könntet, wie ihr euch das denkt, wie ihr euch das wünscht. Und dann machen wir das auf jeden Fall. Wir sind schon wieder in Welle 2 angekommen. Ich weiß nicht mal mehr, was Welle 1 war. Habe ich gar nicht richtig aufgepasst. Aber egal, wir haben auf jeden Fall gewonnen. So, da drehen wir am Glücksrad und wir bekommen einmal ein Rekrutenpaket. Das ist gar nicht mal ganz so schlecht, das ist sogar relativ in Ordnung. Und dann kriegt man hier noch einmal Holz. Let's go. So, dann sammeln wir das Gratispaket noch ein. Das können wir sogar gleich noch öffnen. Kommen wir noch über 250 Odinsmarken heute, was auf jeden Fall auch nicht so schlecht ist. Und dann haben wir sogar nur noch, ja, theoretisch 7 Kämpfe. Ich glaube, wenn wir haben ja 3 gemacht jetzt, dann wären noch 7 Kämpfe übrig. Das wäre mal gar nicht so schlimm. So, hier sammeln wir das ein. Dann kriegen wir auf jeden Fall unsere neuen Odinsmarken. Die Frage ist, schaffen wir morgen überhaupt so viele Kämpfe, wenn wir uns den neuen Pass kaufen? Das müssen wir dann gucken. Aber das werden wir mitkriegen. Wunderbar, haben wir das auch geöffnet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im morgigen Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Und ciao, ciao, Leute.